Hi, willkommen zurück mit den Videos über das Venator RPG. Ich blende nochmal das Wiki ein, unten auch verlinkt. Wir haben schon ein halbstündiges Video über die Background-Story dieser Homebrew-Welt, dieser Homebrew-Kampagne von D&D. Wir haben kurz über die Hauptcharakter gesprochen und jetzt werde ich den nach 90 Sessions aktuellen Stand in mehreren unterteilten Videos vorstellen. Ich werde nebenbei möglichst versuchen, auch Maps und so einzublenden, damit ihr nicht immer so die ganze Zeit ein Bild hier seht. Wir haben angefangen bei Roll20, sind dann auf Foundry gewechselt. Deswegen vor allem die Roll20-Sachen und der Start der Kampagne, der mehrere Jahre, jetzt 8 Jahre her ist. Da gibt es natürlich nicht mehr alles. Ich habe nicht mehr alle Sachen gefunden. Aber wir fangen an mit der ersten großen Story-Arc, die da lautete, man kann es auch hier, wenn man will, selber nachlesen, die Abschlussprüfung, Kapitel 1, die Abschlussprüfung der Akademie. Session 1, Zusammenkunft. Unsere Geschichte beginnt auf Ethos, einer Insel im berüchtigten Bermuda-Dreieck, auf der Venatoren leben und in einer Akademie ausgebildet werden. Venatoren sind Dämonenjäger, die im Geheimen die Menschenwelt vor Dämonen schützen und das Leben von Arkadiern, Bewohner einer fremden Welt, unter den Menschen regeln. Einer dieser Venatoren in Ausbildung war der menschliche Kleriker Blutfried Finsterkeil. Kurzer Einwand, ich werde auch immer mal wieder wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich Kommentare einfließen lassen, die nicht in diesen in den Story-Zusammenfassungen ist, einfach aus Spielleitersicht noch irgendwie was hinzufügen oder so, falls mir da was einfällt. Einer dieser Venatoren in Ausbildung war der menschliche Kleriker Blutfried Finsterkeil. Nach einem ausgiehenden Frühstück in den Hallen der Akademie machte er sich auf, um seiner täglichen Doppelstunde Heilen beizuwohnen. Vor dem Klassenraum traf er auf die Freunde und Steve Brooks selbst, der nicht nur Musterschüler, sondern auch besonders beliebt galt. Außerdem traf er auf die Halbelfin Illyria und ihre Mädchengang, die Blutfried beleidigten, da dieser lediglich ein Mensch sei. Im Klassenzimmer der schönen elfischen Heilerin Nessa Kulnamo fand sich Blutfried lediglich ein Platz neben den übergewichtigen und schüchternen Michelle, der ebenfalls regelmäßig von Illyria und ihren Freunden gemobbt wurde. Die Klasse sollte einen Affen heilen, da dieser laut Nessa so primitiv wie ein Mensch sei. Während Blutfried seinen Affen heilen konnte, versagte Michelle kläglich, sodass dieser Blutfried Geld anbot, damit er ihm half. Blutfried nahm das Angebot an, wodurch Michelle ihn als besten Freund ansah. Blutfried konnte den Affen zwar heilen, jedoch entwischte er aus dem Klassenraum, was beide eine Schelte von Nessa Colnamo einbrachte, sowie hämische Kommentare von Illyria. Nach der Stunde machten sich beide zum Mittag in die Hallen auf. Am selben Tag bereiteten sich die Geschwister Sarai und Kesus Geber auf ihre Unterrichtsstunden in Magie beim elfischen Zauberer Amras Luinwe vor. Falls ihr von den Namen überfordert werdet, Einwand wieder von mir. Hier im Wiki sind viele Nebencharakter mit Aussehen, wann sie auftauchen, Hintergrundgeschichte, Trivia, Beschreibung, blablabla, verlinkt. Nicht alle, weil ein Haufen Arbeit und ich glaube, ich bin, ja, bei J habe ich so ein bisschen aufgehört. Erstmal, aber nur kurz als Einwand. Im Klassenraum trafen sie nicht nur auf Steve Brooks, sondern auch auf Justus von Hagenbrock, einen dünnen und sehr jungen menschlichen Zauberer, der als Wunderkind galt. Nach einigen Zauberübungen, bei denen Justus seine Macht demonstrierte, gingen auch sie zum Mittag in die Halle. Der halbzwergische Barbar Philippus King und die Kriegerin Anis Telan hatten am selben Tag vormittags beim zwergischen Fitnesslehrer Dvalon Isenfeuer Ausdauertraining. Hier sieht man auch noch den Parcours. Während Anis mit der halborkischen Barbarin Mutumba den Parcours mit Bravour meisterte, hatte Philippus mit seinem Partner, den halbelbischen Waldläufer Nomovil, mehr Probleme. Hier sieht man sogar noch die NPCs. Insbesondere der Tatsache geschuldet, dass Nomovil sich weigerte, sich schmutzig zu machen. Bevor es zum Kampftraining weiterging, machten sie sich auf, Mittag zu essen, wo verkündet wurde, dass Steve als bester Schüler des Jahrgangs zum Abschlusssprecher ernannt wurde. Nach dem Mittag ging Blutfried mit Michelle im Schlepptau als auch mit Sarai und Kesus zur Alchemiestunde.
Professor Lugosi teilte ihnen mit, dass sie den Trank weißen Honig herstellen sollten. Illyria versuchte, Sarais Trank zu manipulieren, jedoch wurde sie von Steve aufgehalten, der immer wieder versuchte, Sarai in ein Gespräch zu verwickeln. Am Ende der Stunde wurde vor allem Kesus Trank von der rundlichen Dozentin gelobt, obwohl dieser nicht gerade gelungen war. Kurzer Einwand zu den Tränken. Gibt's auch im Wiki, hehe. Und zwar habe ich so eigene Tränke erfunden mit Zutaten, damit sie auch, wenn sie in der Welt rumreisen oder generell sich Zutaten kaufen, auch selber Tränke machen können. Kann ich einmal kurz zeigen, kann jeder sich in Ruhe dann nochmal durchlesen, welche Tränke bisher so bekannt sind, welcher DC erreicht werden muss, welches Max-K, blablabub. Ja, manchmal braucht man bestimmte Gegenstände, aber im Grunde habe ich dann irgendwann gesagt, komm, zahlt den Preis und ihr könnt im Laden dann die Zutaten dafür kaufen. Der Einfachheit halber. Währenddessen kam es bei Professor Bauer zu einem Übungskampf zwischen Mutumba und Arnis sowie Nomovil und Philippus, wobei Nomovil sehr schnell von Mutumba zu Brei geschlagen wurde, sodass Philippus die meiste Zeit in Unterzahl kämpfte. Er schlug sich tapfer, ging jedoch am Ende auch zu Boden. Beim gemeinsamen Abendessen erhob sich Direktorin Bailey, die den Schülern mitteilte, dass ihre Prüfungen anstehen würden, bei denen sie in Fünferteams arbeiten müssen. Die erste Prüfung war ein individuelles Rätsel für jeden Schüler, bei dem sie einen Zettel mit dem Buchstaben finden sollten, der gemeinsam dann ein Lösungswort abgab. Ich weiß gar nicht, ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet, ich weiß gar nicht, ob ich hier die Notizen dazu habe. Ich glaube, die sind hier gar nicht mehr, vielleicht im Journal. Dann war das Journal, oder? Eieiei. Ja, dann werde ich diese Rätsel nicht mehr haben. Wir können vielleicht einmal kurz, ne, gut vorbereitet mal wieder von mir, in Handouts schauen. Vielleicht habe ich hier die Rätsel verpackt. Es sieht nicht gut aus. Vielleicht bei Karas hier drin. Ne, die Rätsel gab es nicht mehr. Im Grunde waren das so kurze, gereimte Rätsel. Die sind in meinem... Ah, ich weiß, wo sie sind. Die sind in meinem... Vorbereitungsseiten, so 200. Mache ich jetzt nicht auf. Es waren kurze Rätsel, wo sie dann zu einem bestimmten Ort mussten. Jeweils. Sarai musste ins Zimmer von Steve, was zu einer unangenehmen Begegnung zwischen den beiden führte. Blutfried fand seinen Zettel in der Unterhose von Michelle. Kesus nach einigen Schwierigkeiten im Botanischen Garten und Philippus sein in der Bibliothek. Lediglich Arnis wurde nachts von den Wachen erwischt, als sie auf dem Trainingsplatz ihren Zettel suchte. Am nächsten Tag versammelten sich die Schüler vor der Halle, um das Lösungswort zu präsentieren. Obwohl Arnis ihren Buchstaben nicht fand, konnte die Gruppe die Lösung Engel nennen und wurde zur nächsten Prüfung zugelassen. Also im Grunde war das so eine Session 0. Es gab, das haben wir immer so gemacht, ich dann auch, nicht alle zusammen an einem Tisch oder online, sondern ey, Arnis, Kai, wir treffen uns Freitag 14 Uhr online, bliblablub, und dann machen wir so eine halbstündige Session 1. Beziehungsweise manche hatten ja zu zweit oder zu dritt. Ja, und darum ging es, dass sie so ein bisschen hier in dieser Akademie eingeführt werden. Das war Session 1, manche auch von Session 0 genannt. Session 2. Pöbelnde Kräutersammler. Am nächsten Tag versammelten sich die Schüler vor der Halle, um das Lösungswort zu präsentieren. Obwohl Arnis ihren Buchstaben nicht fand, konnte die Gruppe die Lösung Engel nennen und wurde zur nächsten Prüfung zugelassen. Die zweite Aufgabe war wieder in einem Rätsel verpackt. Die Gruppe musste etwas finden, um unter Wasser atmen zu können. Ja, ihr seht, welchen Einfluss ich da hatte, ne? Dabei war es ihnen erlaubt, die Stadt Ethos aufzusuchen. Dort wollten sie sich zunächst in der Taverne zum gerechten Jäger... Okay, machen wir mal ein bisschen kleiner. In der Taverne zum gerechten Jäger etwas Alkohol beschaffen, bekamen jedoch keinen, da sie nicht als vollwertige Venatoren und somit noch als Kinder galten. Also Venatoren, Volljährigkeit erst, wenn man die Akademie abgeschlossen hat und nicht, wenn man 18 ist. Sarai beispielsweise war zu dem Zeitpunkt schon 20. Blutfried pöbelte dann lauthals herum, bis er von Wächtern, Venatoren in weißer Rüstung mit der Sonne als Abzeichen, die als Polizei der Venatoren dienten, rausgeworfen wurden. Beim Labor konnte der Verkäufer Spopovic nicht mehr genügend Zutaten für die Gruppe bereitstellen, empfahl ihn jedoch bei der Kräuterkundlerin Mingli, die etwas außerhalb von Ethos wohnte, hier, sie aufzusuchen. Mingli entpuppte sich als ältere, kleine, rundliche Asiatin,
die benötigten Zutaten in ihren Keller aufbewahrte. Sie stellte die Zutaten zur Verfügung, solange die Gruppe aus dem Keller ein Fläschchen mitbrachte. Das war dann quasi so ihr Keller. Ist jetzt hier alles leider ohne Templates mehr. Das war Session 2. Oh, mein PC ist sehr schnell. Session 3. Kampf im Keller. Der Keller entpuppte sich als größer und gefährlicher als erwartet. Neben Fledermausen und Ratten fielen einige unserer Helden in eine Fallgrube, die sie dann mit Mühe und Not überwanden. Im nachfolgenden Raum entdeckten sie zwei an Ketten gehaltene Lacedon. Lacedon, ich zeig dir euch mal, wer es nicht kennt. So sehen die so aus. Ui. Die sie in einem harten Kampf bezwingen konnten. Erschöpft fanden sie die Zutaten und das verlangte Fläschchen im selben Raum. Verständlicherweise waren sie nun nicht mehr alle gewillt, Ming Li ihr Fläschchen zu bringen, woraufhin diese eskalierte und Sarai mit einem Fluch versah, der ihr einen extra Finger pro Hand einbrachte. Als gutherziger Kleriker, der er nun mal einmal war, entschied sich Blutfried, das Haus inklusive Ming Li anzuzünden. Während Sarai nur zusah, entschieden sich Arnes, Kesus und Philippus, Ming Lis Leben zu retten, wobei sie beinahe mit ihrem Leben bezahlen mussten, als der Rauch im Inneren sie fast bewusstlos machte. Jetzt wisst ihr auch, warum auf dieser Map dieses Haus hier in Flammen steht. Session 4. Das erste Opfer. Das Feuer lockte mehrere Wächter an, die nach Erklärung der Gruppe Ming Li in Gewahrsam nahmen. Allerdings kam in den folgenden Tagen in der Akademie es zu einer Gerichtsverhandlung, bei der neben Sensor Brooks auch seine Assistentin Allison Avery anwesend war. Unsere Helden wurden einzeln befragt, wobei herauskam, dass Blutfried zunächst Ming Li angriff und danach ihr Haus anzündete. Zum Glück fiel Sensor Brooks nicht auf die mitleidige Art von Ming Li herein und schickte Wächter los, um Ming Lis Haus nach den Lacedon-Resten zu untersuchen. Ming Li wurde verhaftet und angeklagt, jedoch wurde auch Blutfried unter Hausarrest gestellt, während der Rest der Gruppe freigesprochen wurde. Selbst Sarai, da sich Steve, der Sohn von Sensor Brooks, besonders für sie einsetzte. Ein Fund am nächsten Morgen sollte die komplette Akademie schockieren. Blutfried Finsterkeil wurde ausgeblutet in seinem Zimmer vorgefunden. Spoiler! Wer das nicht hören will, jetzt 10-15 Sekunden die Ohren zumachen. Ich beginne in 3 Sekunden. 3, 2, 1. In der Nacht brach eine dick vermummte Gestalt in Blutfrieds Zimmer ein und es entbrach ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den beiden, wobei Blutfried die Gestalt durch die Tür schleudern konnte und den Angreifer als Michelle demaskierte. Michelle schaffte es jedoch, Blutfried zu lähmen und ihm Blut abzunehmen, indem er ihm die Pulsadern aufschnitt, sodass dieser langsam verblutete. Spoiler Ende. Das waren jetzt so 10 Sekunden. Ich warte mal kurz, falls jemand vorgespult hatte. War im Grunde, Jan wollte den Charakter nicht mehr spielen nach 4 Sessions und ist ausgestiegen erstmal für mehrere Sessions. Session 5. Oh Gott. Traurige Entjungferung. Die Akademie wurde am nächsten Tag von einer schockierenden Nachricht erschüttert, da Blutfried Finsterkeil verblutet und mit geöffneten Pulsadern in seinem Zimmer aufgefunden wurde. Alles sah nach einem Angriff aus. Die Nachricht, dass ein Schüler auf brutalste ermordet wurde, machte sich schnell in der Akademie breit. Alle waren geschockt über das Verbrechen, da dies der erste ungeklärte Mordfall überhaupt in der Akademie war. Keiner hatte eine Vermutung, warum der von allen geliebte Blutfried Finsterkeil in seinem eigenen Zimmer getötet wurde. Da die verantwortlichen Lehrpersonen Stillschweigen vereinbart hatten, sprießen in und außerhalb der Akademie die Gerüchte, wie und warum Blutfried sterben musste. Manche berichteten, er wurde von einem eifersüchtigen Ehemann geköpft, weil er sich in einer jungen Schankmaid vergriffen hatte. Andere behaupteten, er wolle einen Dämon rufen, um die Akademie abzubrennen, wobei das Ritual schiefging und wiederum andere seien felsenfest überzeugt gewesen, dass er aufgrund einer Münze in einem Wasserbecher erstickt sei. Doch die Wahrheit wissen nur wenige. Blutfried Finsterkeil wurde einige Tage später ehrenvoll am flüsternden See begraben. Habe ich den überhaupt noch als Map? Ich glaube, den habe ich gar nicht. Doch da, flüsternder See. Spektakulär, ne?
Die trauernden Gäste durften beobachten, wie Blutfried auf ein kleines Holzboot gelegt wurde und das Boot in die Mitte des Sees trieb. Sein bester Freund Michel trug ein Gedicht vor und Direktorin Bailey nutzte die Gelegenheit, das dritte Rätsel zu stellen. Am Ende wurde Blutfrieds Boot aus der Entfernung angezündet, sodass dieses mit Blutfried unterging. Danach besuchte Kestos Professor Lugosi, die ihm bei der Trauerfeier ihre Hilfe anbot. Im Alchemiezimmer, ich distanziere mich von dem, was jetzt kommt, wir waren jung. Im Alchemiezimmer verlor Kestos seine Jungfräulichkeit an die übergewichtige Lehrerin, wofür er Heiltränke und Schwertwaldtränke bekam, die es ermöglichen, unter Wasser zu atmen, da die dritte Prüfung im flüsternden See stattfinden sollte. Session 6. Prüfung 3. Killerhai. Die Gruppe fand sich mit den anderen Gruppen zur Prüfung ein und setzte sich in die Tiefen des Sees. Vor allem Arnis und Philippus hatten zunächst Schwierigkeiten, sich in der ungewohnten Element mit ihrer schweren Ausrüstung fortzubewegen. Zunächst entdeckten sie das untergegangene Boot mit Blutfried, den sie natürlich looteten. Nach einiger Zeit entdeckten sie ein grünlich-blaues Leuchten am Meeresgrund, das sich als Siedlung des Meervolks herausstellte. Die Häuser bestanden aus unterschiedlichsten bunten Korallen, überall schwamm Fische und Delfine, und etwas außerhalb der Siedlung an einem großen Algenfeld wartete schon das Meervolk auf die Helme. Ziel der Prüfung war es, die Herrin des Meervolks, die Nymphe Penelope, aufzusuchen, um von ihr eine Karte für die vierte und letzte Prüfung zu bekommen. Diese befand sich aber nicht in der Siedlung, sondern war schon seit geraumer Zeit verschwunden, was dem Meervolk Sorge bereitete. Notgedrungen beschloss die Gruppe, Penelope zu suchen. An ihrem letzten bekannten Ort fanden sie jedoch nicht Penelope, sondern Amakir, einen Triton und Leibwächter Penelopes. Dieser berichtete von zerfleischten Delfinen und gemeinsam vermuteten sie einen Sahuagin, der mit einem riesigen Hai unterwegs zu sein scheint, als Übeltäter. Sahuagin, D&D, so sehen die Dinger aus. Fischmenschen. Als sie gemeinsam mit Amakir nach weiteren Spuren suchten, wurden sie von einem gewaltigen Schatten angegriffen, der sich als Hai entpuppte. Sie konnten mit Mühe und Not den Hai in die Flucht schlagen, wobei Sarai beinahe einen Arm verlor. Den Haiblutspuren folgend entdeckten sie einen Höhlenkomplex, an dessen Ende die schöne Penelope von einem Sahuagin gefangen gehalten wurde. Ein hitziger Kampf entbrannte zwischen den Parteien, in dessen Folge beinahe Kestos vom Hai in der Mitte zerbissen worden wäre. Schlussendlich konnten sich Amakir und unsere Helden durchsetzen. Aus Dankbarkeit bekamen sie nicht nur das benötigte Papier, sondern Kestos auch einen Ring, der das Schwimmen erleichterte, da dieser mit seinem durchtrainierten Körper die Nymphe Penelope beeindruckte. Ich meine mich zu erinnern, Kestos, also Kevin, hat irgendwie so ein, das war noch D3-5, ich weiß nicht, was für einen Wurf gemacht, mit einer natürlichen 20, um seine Muskeln zu zeigen, um sich bei der Nymphe, ja, um sie anzuflirten. Er hat alles angeflirtet, was ging. Session 7, Dämonenjagd. Aus dem flüsternden See tretend wurde die Gruppe zunächst geheilt, wobei Sarai ein mehrere Meter großes, abgedecktes, von mehreren Wächtern bewachtes, rechteckiges Objekt auffiel. Am nächsten Tag kamen mehrere wichtige Persönlichkeiten wie Zensor Brooks und Allison Avery, seine rechte Hand, zur Akademie, um der letzten Prüfung beizuwohnen. Allen Gruppen von Schülern sollten in den heulenden Wald, um einen echten Dämon zu töten. Habe ich gar nicht als Map mehr. Der ersten Gruppe, die das gelingen würde, hätte die Akademie erfolgreich abgeschlossen. Den restlichen Tag verbrachten die Gruppen mit verschiedenen Angeboten der Lehrkräfte und den Aufwerten ihrer Ausrüstung. Vor Beginn der Prüfung wirkte Allison Avery ein Zauber, der den Gruppen die Position des Dämons auf Penelopes Karte stündlich aktualisiert anzeigte. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich da Bilder zu den verschiedenen Charakteren habe. Sind bei Foundry. Muss ich dann mal Foundry nächstes Mal öffnen. Alle Gruppen von Schülern, da waren wir. Alsbald begaben sich die verschiedenen Gruppen in den Wald, der dicht bewaldet und dunkel war. Krass, ne? Ein Wald, der dicht bewaldet ist. Nicht wirklich leise folgten unsere Helden der Karte und wurden von einem Fetid-Fungus und einem Shrieker überrascht. Im Kampf gegen diese Pilze tötete Arnis beinahe Philippus, während Sarai beide ansenkte, ehe die Gegner ausgelöscht wurden.
Die Gruppe wanderte weiter, bis sie mehrere Kratzspuren und einen gerissenen Flimmerhund an einem Baum fanden. Sie entschlossen, in der Nähe zu campen. In der Nacht hörten sie ein Japsen und ein Hecheln aus dem Wald, wo sie einen großen braunen Hund mit spitzen Ohren ausmachten, der mit Kratzspuren übersät war. Als sie sich ihm nähern wollten, schoss eine schattenartige Gestalt aus dem Wald, ein dämonischer Skalker, der mit seinen langen Krallen den Flimmerhund aufriss und sich dessen Eingeweide in sich hineinstopfte. Ehe die Gruppe aktiv werden konnte, entdeckte der Skalker sie und floh in die Tiefen des Waldes. Den müsste ich aber hier irgendwo als Bild haben. Habe ihn nicht mehr. Scheiße. Vielleicht hier. Der ist bei Foundry. Werde ich dann, ich guck mal eben hier alles durch. Doch, hier müsste der sein. Der Skalker, den habe ich professionell mit Paint bearbeitet. So sah das Wesen aus. Gemeinsam verfolgten sie den Skalker, bis sie eine laute Explosion hörten und in der einsetzenden Morgensonne eine gewaltige schwarze Rauchwolke aufsteigen sahen. Da der Skalker sich in dessen Nähe befand, machten sie sich eilig zum Ort der Explosion, wo sie ein altes, verlassenes Haus vorfanden. Guck mal, da sieht man noch die alten Tokens von denen sogar. Session 8. Blutige Erkenntnis. Oh Gott, die Räume noch alle mit Zahlen und so. Eieiei, das waren Zeiten damals. Im Inneren durchsuchten sie jeden einzelnen Raum. In ihrer mehrstündigen Suche fanden sie heraus, dass im Haus eine junge Frau wohnte, die in ihrer Kindheit oft einsam war, da ihre Eltern als Venatoren oft unterwegs waren. Als die Eltern starben, kam sie als 16-Jährige zu einer Gastfamilie auf Ethos. Dort schwärmte sie für ihren älteren Bruder Alistair, der jedoch kein Interesse an ihr zeigte. Daraufhin beschäftigte sie sich mit Dämonenkunde und Liebestränken, bis sie Visionen von einer rothaarigen Schönheit, Lilith, bekam. Lilith bot Alistairs Liebe im Tausch gegen die Jugend und Schönheit der Frau an, was diese annahm. Lilith würde ihren Anteil am Tag des größten Glücks der Frau fordern. Jahrelang lebten die Frau und Alistair glücklich und zurückgezogen im heulenden Wald. Irgendwann zu dieser Zeit bekamen die beiden ein Kind und das Glück war perfekt. In der Nacht erschien Lilith und forderte den Teil ihres Paktes ein, nahm ihr ihre Schönheit und brach den Bann von Alistair. Alistair wollte sie umbringen für das, was sie ihm angetan hat, mein Gott, aber konnte es im Anbetracht des gemeinsamen Sohnes nicht. Er verließ sie, aber versprach niemanden zu berichten und heiratete kurz darauf eine andere Frau. Die nun fette und hässliche Frau zog alleine das Kind auf, lehrte ihm Magie und versuchte ihn von schwarzen Künsten zu schützen. Sie selbst wurde rasend schneller, älter und dicker. Des Weiteren fanden sie Notizen von Michelle, die aufzeigten, dass dieser der Sohn der Herrin des Hauses war und Steve Brooks sein Halbbruder, was Alistair Brooks zu seinem Vater machte. Sie deduzierten, dass Michelle mit Hilfe von Professor Cornwell ein Tor zur Dämonenwelt öffnen wollte, um Lilith in unsere Welt zu holen. Außerdem machten sie in einem Raum eine schreckliche Entdeckung. Nomoville, ein Mitglied aus Steves Gruppe, lag mit zerfetztem, um halb weggefressenem Gesicht und herausgerissenen Organen in einem Zimmer. Der Ursprung der Explosion schien das Haus hier zu sein, da hier ein gewaltiges Loch in die Erde führte. Die Gruppe sprang hinunter und fand dort den leblosen Körper von Justus von Hagenbrock und seinem zerstörten Feuerball-Zauberstab, der wohl für die Explosion verantwortlich war. Der Detektor der Gruppe wurde immer wärmer, als sie auf eine verwunderte und geistig zerstörte Mutumba trafen, die sie gnadenlos angriff, jedoch von der Gruppe geköpft wurde. Die Verursacher dafür trafen sie kurz darauf, als sie von mückenartigen, parasitären Insekten aus Shagai attackiert wurden. Die habe ich doch hier eben auch gesehen. Da war ich doch schon richtig drauf. Die sahen so... Wo sind sie denn? Die sahen doch nicht so aus. Gibt's hier nicht mehr als Handout. Schade. Oder ich bin jetzt gerade blind. Hier waren dann zum Beispiel die Tagebucheinträge. Pipapup. Lese ich jetzt nicht vor. Könnt ihr ja pausieren und euch durchlesen.
Dem Schwefelgestank folgend durchquerten sie eine mit Gas gefüllte Höhle, in der sie beinahe bewusstlos wurden, bis sie vor eine Tür kamen, hinter der sie weibliche Schmerzensschreie vernahmen. Da war nur das Kellergewölbe noch, wo diese Insekten waren und so weiter. Session 9 und letzte Session der ersten Arc, das Tor zur Hölle. Sie stürmten in einen großen dunklen Raum mit angezündeten Schalen und einem blau schimmernden Oval, das in einer Metallhand eingefasst war. Im Oval erkannten sie eine schemenhafte Figur, Lilith, und über dem Oval hing Illyria an einer Streckbank gekettet, während Michelle mit einem Buch neben ihr stand und Beschwörungen murmelte. Steve Brooks hing in einen Käfig gesperrt an der anderen Seite des Raums. Michelle wollte Illyria opfern, da er Blut eines Heilers benötigte, um ein Tor zur versiegelten Lilith zu öffnen, um sie in unsere Welt zu bringen. Er ermordete zuvor Blutfried, jedoch war dessen Blut zu schwach, um das Tor offen zu halten. Kurzer Einwand, Lilith ist in meiner Welt so die Mutter aller Dämonen. Es entbrannte ein Kampf zwischen Michelle und dem Skalker auf der einen Seite und Steve und unseren Helden auf der anderen Seite. Der Skalker, der sich von der Decke auf Käse stürzte, zerfleischte fast jenen, ehe er gemeinsam mit der Gruppe ausgeschaltet wurde. In der Zwischenzeit kämpften insbesondere Sarai und Steve gegen Michelle, wobei Sarai meist ihr Alchemistenfeuer daneben warf. Stimmt, da hat sie noch keinen Zauber gehabt, sondern die Alchemistenfeuer. Schließlich ging auch Michelle zu Boden, was Lilith zu Weißblut brachte. Tentakeln schossen aus dem Portal und zogen den leblosen Michelle durch jenes. Als eine zweite Tentakel Sarai ergriffen wollte, schmiss sich Steve dazwischen und wurde ebenfalls von den Tentakeln durchs Portal gezogen, ehe das Haus einzustürzen begann. Die Gruppe türmte aus dem Haus, wo Zensor Brook schon auf sie wartete. Geschockt und unter Tränen fragte er, wo sein Sohn Steve sei und was vorgefallen ist, während das Haus in sich zusammenfiel. Philippus drängte den Zensor aufgrund seiner Vergangenheit so sehr, dass dieser keinen anderen Ausweg mehr sah und mit dem Speer des Schicksals sein eigenes Leben nahm. Kurz bevor Professor Bailey und Allison Avery eintrafen. Die Gruppe erklärte ihnen alles, was vorgefallen war und übergab Avery das Buch, das Michelle zur Beschwörung des Portals benutzt hatte. Einige Tage später fand die Zeremonie zum Venator für die Gruppe in der Akademie statt. Sie tranken aus dem Blutkelch, nannten ihren Venator Leitspruch und erhielten dadurch die Fähigkeit, hinter das zweite Gesicht der Arkadier zu sehen. Zusätzlich bekamen sie ihren ersten Auftrag. Sie sollten zum Außenposten nach Kinshasa in den Kongo reisen, um die hiesigen Venatoren zu unterstützen. Und damit endete nach 9 Sessions die erste Arc. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die zweite Arc besprechen. Bis dahin, bye!